Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Wütende Mobs ziehen durch die Stadt, legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Gebäude Unruhen. Brennen, Menschen werden verprügelt, Geschäfte geschlossen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Jede Nacht schlimmer. Kann das sein? Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine...
Jill? Hier drüben! Brad! Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Hey! Hey, warte! Hier unten! Oh, verdammt nochmal! Mal träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Pass auf! Hier rein! Sicherheit! Ich gehe doch nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Arsch!
Ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bringen wir dich in Sicherheit. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich! Wow. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos. Du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihrer. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße, da findest du Vorräte. Ist gut. Der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Und wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen.
Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht! Komm, schau mich nicht so an! Ich bin nicht infiziert! Okay, kümmern wir uns. Nein, 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 bitte! Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert! Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du, UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Drüber nachdenken. Oh!
jetzt geh weg hier. Na, komm schon. Okay, jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Viel Freude. Carlos, hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin ich dein Partner. Ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit.
Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit. Hey, warte! Warte, Jill! Nein! Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst Stars? Ich geb dir Stars! Carlos, hörst du mich? Carlos! Verdammt. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist.
Hier, Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß, Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir.
klar? Los! Los! Komm, vergiss ihn einfach! Komm schon! Nichts wie raus hier! Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bart finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich geh schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Zug, Dreckskerl! Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Halt! Tee!
anderen Mann. Nicht du auch. Tut mir leid. Tut leid. Mist, verschlossen! Bleib bei der Tür. Ich erledige den hier. Komm doch her! Das könnte nützlich sein. Siehst auf! Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an! Hab das Stars-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann. Was denn? Das war kein Zombie. Okay, geht wieder los. Das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Verstanden. Schnell weg. Einer nach dem anderen zieht eine Nummer. Dr. Bart.
Oh, Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Ja, was ist? Ein Kleist? Jemand verletzt? Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Etwa nur ich überlebt. Carlos, bitte komm! Carlos! Verdammt, haben wir keinen Empfang. Nicht mal schwimmen. Carlos, melde dich. Ja, was ist? Ach, vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Wir sind alle tot. Mikhail, sie alle. Ach, Scheiße. Nikolai hat uns verraten. Halt, was? Was zur Hölle? Thank you.
Flughafen bringen. Ich mach dich kalt! Mal los. Verrecke! Carlos, bist du noch da? Komm schon, du gibst jetzt den Geist auf? Dann nochmal. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Jill! Hey, sag doch was. Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Bart sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Supercop. Das wird schon. Ich hol dir diesen Impfstoff. Du wirst schon wieder. Versprochen. T-
Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bart, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du bettpfannenwechselnde Versagerin. Natürlich habe ich Connections nach oben. Natürlich berät sich das Militär mit mir zu Projekten jenseits deiner Vorstellungskraft. Verschwende also nicht meine Zeit mit deinen Fragen. Es tut mir leid, Doktor. Du hast die Unterlagen nicht gelesen, oder? Nein, hab sie geschreddert, wie Sie sagten. Gut. Gut. Wenn das alles ist, kannst du zurück Patientenärsche abwischen. Dafür wirst du doch bezahlt. Und putz meine Schuhe. Ja, Sir. Ich wette, du bist Expertin im Putzen, oder? Jetzt verpiss dich und erzähl niemandem davon. Wow, was für ein Arsch. Bart. Tyrell. Bart ist tot. Wurde erschossen. Scheiße, und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart. 29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass Sie nicht wollen, dass... Jill wusste von all dem und vertraute mir trotzdem. Ist der Impfstoff hier? Du wirst schon wieder. Was ist passiert? An alle Einwohner. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das.
versucht, die Fensterrollläden zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche, das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Jetzt fängt der Spaß richtig an.
dem Sprengstoff umhauen! Schon dabei! Nicht wirklich. Aber zumindest ist es vorbei. Ich komme zurück. Der Impfstoff wirkt. Gut. Du gehst wieder raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprech mit der Regierung. Sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. Teufelskerl. Jill. Ein Glück, dir geht's gut. Gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn Sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Was kann es sein? Dies ist kein Test. Hey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche, jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Der Weg nach unten sein. Keiner vom Krankenhaus das alles hier bemerkt. Ja.
war hier drin gemacht? Jill! Tyrell. Hab sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes Wenn. Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Der Impfstoff ist weiter vorn. Du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay, erledigen wir das. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Impfstoff wird synthetisiert. Ja. Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche. Gottes Namen ist das hier.
Was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrungen. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkaufe die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. Jill, bist du das? Carlos? Dir geht's gut. Ich halte für dich Ausschau. Gute Idee. Tank 6! Jetzt! Bring den Arsch um!
schick dir den Kran. Kletter daran hoch. Komm schon. Komm schon. Jill, bleib zurück! Jetzt steig drauf! Nikolai, wo bist du hin? Ich muss den Impfstoff zurückbekommen. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein, 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 nein. Du bist Geld wert. Ich mag Geld. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. Was Erstaunliches gesehen. Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Hör zu, nur dass du es weißt. Das ist das letzte Mal. Ausgabefach wird geöffnet. Das gefällt mir schon besser. Den bin ich los.
Impfstoff. Kommen lassen. Ich hoffe, Carlos konnte ihn aufhalten. Ich kann ihn noch einholen. Mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Carlos! Hey, ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Was ist mit ihm? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahl, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen mir nichts. Jill! Alles okay? Da ist sie. Endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode war kein Virus. Es war Gier. Menschliche Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal.